Hallo, Sebastian hier von der Bogensportwelt, heute mit einem ganz besonderen Auftrag. Heute heißt es Bolzen testen und zwar für die Supersonic Reverse. Die neuen Bolzen, die Pro-Bolzen und die Botkin-Bolzen werden getestet an verschiedenen Materialien. Lasst euch überraschen. Zur Sicherheit erstmal den Experimentierkittel an. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt. Ich bin der Sebastian. Heute geht es nicht um Pfeil und Bogen. Heute geht es um die Supersonic Rev. Zu den technischen Details dieses wundervollen Geräts haben wir schon ein Video gemacht, beziehungsweise der Christopher war da schon fleißig. 52 Joule hat das gute Stück, geht hoch bis 420 FPS. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Dieses Mal haben wir eine klare Aufgabe bekommen und zwar macht coole Aufnahmen mit den neuen Bolzen. Wir haben einerseits die Standardbolzen, wir haben die neuen Botkin-Bolzen, wir haben die neuen Pro-Bolzen für die Supersonic Rev ausprobiert und haben bei der Supersonic Rev Pro-Bolzen-Variante auch mal die ein oder andere Jagdspitze aufgesetzt. Wir haben an verschiedenen Materialien getestet und haben versucht, möglichst schöne Aufnahmen und Impressionen zu erzeugen. Viel Spaß dabei. Fangen wir an mit dem Standardbolzen der Supersonic Rev und der Mikrowelle und klatschen wir mal das Glas raus, würde ich sagen. Und schöne Ding. Dann geht's gleich weiter mit dem Botkin-Bolzen Standard. Und würde ich mal sagen, übertreiben wir es mal. 125 Grain Spitze. Mit einem Supersonic Rev Pro Bolzen. So, die Mikrowelle ist in der Form nicht mehr zu gebrauchen. Wir konnten sehr gut erkennen, dass die verschiedenen Bolzen verschiedene Widerstände leisten. Nichtsdestotrotz, der Standardbolzen bereits überaus gefährlich, hat der Botkin-Bolzen die Rückwand etwas mehr durchschlagen und der Pro-Bolzen ist ziemlich gut durch die Elektronik hindurchgeglitten. Kommen wir nun zu den Hollywood-Mythen. Wir haben intern im Team Wetten abgeschlossen, was wohl mit einer Wassermelone und mit einem Salatkopf passiert, wenn man mit einer Jagdspitze mit den Supersonic Rev-Bolzen darauf schießt. Einige von uns waren der Meinung, das wird richtig schön zersplattern. Andere meinten, es geht einfach nur durch. Sie selbst, was passiert? Voll durchgeschossen. Voll Kalle durch. Ein langweilig. Ihr mit euer Wetter explodiert. Ja, die Hollywood-Mythen konnten wir damit auflösen. Explodiert ist leider nichts. Da waren die Schneiden der Jagdspitzen wohl doch etwas zu scharf und die Bolzen konnten einfach so hindurchgleiten. Natürlich ist da auch eine so immense Kraft dahinter, dass das irgendwie auch zu erwarten war. Leider nicht ganz so spektakulär, wie wir uns das Ganze erhofft haben. Weiter geht's mit dem Gelben vom Ei. Hier sollte der Standardbolzen reichen. Sie selbst. Passend zu all den Lebensmitteln, die wir uns vorgenommen haben, sollten wir uns jetzt den Getränken widmen. Wie wäre es also mit einer Dose frisch gekühlter Coke? Bereit? Ja. Da
Da ich zugegebenerweise nicht der Meisterschütze mit der Armbrust bin, haben wir uns dazu entschlossen, ein kleines Potpourri an Zielen aufzustellen. Schauen wir uns an, was ich treffen konnte. Da es heute unglaublich heiß ist und das Ganze mit einer Dose schon so unheimlich cool aussah, haben wir uns einfach mal kurzerhand dazu entschlossen, 4 Dosen hintereinander zu stellen. Das Ergebnis ist überraschend gut. Glühbirnen zu zerschießen. Das muss gut aussehen. So dachten wir. Film ab. So, ein Botkin-Bolzen gegen Glühbirnen im Rudel. Schauen wir mal. So geht's langsam Richtung Feierabend. Also ersetzen wir die Cola mal durch ein anderes Getränk, auch wenn es natürlich grundsätzlich heißt, Finger weg vom Alkohol. Von Bolzen hat dabei keiner gesprochen. So, wie kamen denn da nun die Löcher in die Autotür? Ja, wir haben natürlich auch einen ultimativen Durchschlagstest mit der Autotür gemacht, haben hierfür den Vergleich Standardbolzen, Botkin-Bolzen und Pro-Bolzen der Supersonic Rev angestrebt. Wir waren überaus überrascht und ich sage mal so, mein Respekt vor der Supersonic Rev ist nochmal um einiges gestiegen. So, jetzt versuchen wir es mit den neuen Botkin-Bolzen für die Supersonic Rev. Bereit? Oh, die gleiche Stelle, du Ochse. Es macht aber jetzt gar keinen Sinn. So, jetzt mal ohne die Verstärkung oder die Steine zu treffen. Gut, pro Bolzen aufgelegt. Bereit? So, was gibt es abschließend zu sagen? Uns hat es extrem viel Spaß gemacht, verschiedene Objekte mit den verschiedenen Bolzen zu testen. Von den 25 Bolzen, die wir zur Verfügung hatten, ist keiner mehr existent. Allein die Standardbolzen haben eine unheimlich hohe Durchschlagskraft, wie letztendlich auch die Autotür beweisen konnte. Die Botkin-Bolzen hatten es nochmal einfacher, sich durch die verschiedenen Materialien hindurch zu fressen und konnten uns die ein oder andere schöne Impression beispielsweise bei den Cola-Dosen ermöglichen. Der Pro-Bolzen mit der Möglichkeit, die Spitze zu wechseln, hat uns eine sehr hohe Flexibilität ermöglicht. Mit dem neuen 32er Gewinde ist es möglich, verschiedene Spitzengewichte auszuprobieren oder eben auch Jagdspitzen aufzusetzen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei diesen Impressionen und Aufnahmen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Euer Sebastian von der Bogensportwelt. Es war mir ein Vergnügen. Wenn euch noch irgendetwas in diese Richtung einfällt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sehen uns. Ciao.